Nur ein kleines bisschen, aber trotzdem unverkennbar. Wieso sagt sie auch nichts hier, die Höhle hinter mir? Stattdessen lässt sie mich hier durch die halbe Karte laufen. Und wir gehen einfach mal rein. So, da sind gebannte Geschichten. Das machen wir natürlich nicht mit. Auf sie mit Gebrüll. Da ist noch so ein Frost-Champion. Na, wollen wir mal gucken. Ja, das ging ja erstaunlich gut. Dafür, dass ich sonst immer die Schwierigkeiten mit denen habe. 500 Gold haben sie auch noch dabei. Das wird ja immer optimaler. Da ist noch Blutwurz. Ich sehe alles. Also alles das, was ich nicht übersehe. Und bis jetzt ist Kingdoms of Amalur 2 ja noch gar nicht offiziell bestätigt, aber es gab da ja so gewisse Gerüchte. Es würde mich sehr freuen, wenn es einen zweiten Teil Hexgewebe-Roben. Brauchen wir nicht. Aber Zunderzweig nehmen wir mal mit. Genauso wie das, was hier drin ist. Goldmünzen. Ja, und Scherben. Da haben wir nochmal keine Reagenzien. So, das war eigentlich auch mal gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir zwar ein bisschen gelitten, energietechnisch, aber war jetzt nicht schlimm. Und was haben wir hier? Ein Steinhaufen? Hand. Krams, aber viel wichtiger ist ja die Blutwurz. So, wieso sieht das hier so nach Falle aus? Weiß ich auch nicht, aber es sah für einen Moment so aus. Hier sind nochmal Feuerscherben. Oh. Ah! Awesome. So langsam nervt ihr mich ein bisschen. So ein kleines Monster.
So, das warst du. Verlierst du denn was? Wenigstens Goldmünzen und diesen Krams. Und die Blümchen nehmen wir auch noch mit. Die gehören nämlich auch uns. Achso, nee, da war ja nichts Wichtiges bei. Ah, da wollten wir hin. Hier scheint der Stab zu sein. Meister Chakrams der Exekution. Und die finde ich eigentlich aber gar nicht mal schlecht. Silvanithammer, Stab der Fehde, den müssen wir mitnehmen. Goldmünzen und... Ah komm, irgendwas müssen wir wegschmeißen können. Ja, das Ding hier zum Beispiel. Und dann gleich auch noch zerstören. Und dann nehmen wir die Dinger hier doch mit. So. Frage ist bloß, wie kommen wir jetzt hier wieder am schnellsten raus? Es gibt keine Abkürzung, was ja suboptimal ist. Aber vielleicht haben wir dann... Oh, guck mal da. Nettes Gesicht. Ich frage mich, ob das in irgendeiner Art und Weise... einfach nur Schnitzereien sind, aber dazu sieht es zu natürlich aus. Also nicht natürlich, ist ja nicht natürlich, dass sein Gesicht ist, sondern was ich meinte ist, dass es halt normal nach Rinde aussieht und das wäre ja normalerweise nicht so. Ja. Hier ist über den Bodenrobben langsamer als normal gehen, deswegen zeige ich euch die Animation nur, um ein wenig Abwechslung reinzubringen. Wir sind schon wieder... Achso, da muss ich ja lang. Vielleicht sollte ich auch ab und zu mal aufpassen, was ich hier mache. So. Ab und zu. Hier gehen wir zurück nach Galafor. So, und dann... Auch ihr schon wieder. Aua! So, du kleiner Bogger. Das war nämlich dein letztes Ende. Ja, dein letztes Ende? Ja, letztes Ende, okay. Ja, ich sehe den Bogger schon von hinten ankommen. Obwohl das erstmal nur ein Wicht ist. Ah, kommst nicht durch den Zaun, ne? Aber ich kann durch den Zaun schlagen. So, das war das. Weichkrabbelpulver nehmen wir mal mit. Und wir gehen jetzt mal zurück zum Tockhof. Zum Tockhof, sage ich schon. Zum, Und werden ihr mal den Pfahl geben, den Stab der Fehde, den Pfahl der Stäbe. Schön, euch zu sehen. Ihr wart in der Höhle? Habt ihr den Stab der Pfähle gefunden? Ja, aber sicher doch, hier ist er. Tausendmal sollt ihr gesegnet sein. Seht nur, Arik, der Stab der Pfähle, genau wie euer Großvater immer gesagt hat. Ihr habt uns Hoffnung geschenkt, als wir sie am dringendsten brauchten. Wir haben nur diese Kräuter zu bieten. Nehmt sie und seid gesegnet. Oh, Zunderzweig, Igelholzborke, Skrabensalz und Nabholzborke. Weißflocke, Seeflachs und Stab der Pfähle haben wir entfernt. Erzähl mir mehr über diesen Hof. Mit dem Stab der Pfähle werden wir diese verlassene Einöde in einen Hof verwandeln. Natürlich nicht ohne Schweiß und Mühen, aber es wird uns gelingen. Ja. Und was ist mit Galafor? Seht euch nur an, wie es vor euch liegt. Wie viele Nächte, in denen wir einsame Wanderer waren, habe ich davon geträumt, dies wiederzusehen. Und nun sind wir endlich zurückgekehrt. Was ist mit Grähn?
Ich für meinen Teil werde großen Spaß daran haben, ihrem mürrischen Gesicht jedes Mal, wenn wir uns begegnen, einen gesegneten Tag zu wünschen. Ja, das hört sich doch nach einem guten Plan an. Und die Priesterin? Diese Aurela. Man könnte sagen, sie war ein wenig abenteuerlustig, bevor der Krieg kam und sie sich den Mantel der Priesterin übergeworfen hat. So, so. Erzähl mir mehr über dich. Arik und ich sind zurückgekommen, um unser Land zu bestellen. Wir waren lange Jahre fort und mussten viele Prüfungen und Mühen über uns ergehen lassen, um zurückzukehren. Okay. Und Tirins Rast? Allein der Gedanke, dass wir sich Freunde und Nachbarn genannt haben, schmerzt. Ist es nicht so, Arik? Als der Krieg kam und unser Hof niedergebrannt wurde, haben sie Leuten wie uns den Rücken zugekehrt. Ja, stimmt allerdings. Dann alles Gute. Und vielen Dank nochmal für die Kräuter. Bis dann. Ja. Ah, hallo. Hallo. So, dann wollen wir hier mal nicht weiter durch den Acker laufen, sondern... mal zurück in die Stadt? Nee, wir haben ja jetzt gar keine... Haben wir eine Quest irgendwie offen? Aus den Ruinen nach Kullen reisen. Ja, genau, das wollten wir doch machen. Und dazu werden wir einmal... Ich hab doch gar nichts mit euch. Ihr knurrt mich hier an, als wäre ich für euer Verderben hier verantwortlich. Aber nein, das habt ihr euch alles nur selber zuzuschreiben. So. Jetzt ist auch mal irgendwo Schluss. Du hast Schuhe an, das finde ich sowieso merkwürdig. Du hast Weichkrabbelpulver. Ich weiß nicht, was ich merkwürdiger finde, aber ich glaube, die Schuhe... Oh, ein einfacher... Dein Inventar ist voll. Ich werde dir mal zeigen, wie voll mein Inventar ist. Eine Jotunfiole, Schlüsselring. Hier, Konsumgüter. Können wir da nicht irgendwie... Das ist ja irgendwie schon ein bisschen dekadent viel. Großer, den nutzen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir hier auch genügend Platz, um... ja, um hier noch einen Heiltrank mitzunehmen. Den wir, ich möchte es nochmal betonen, aber trotzdem immer sehr dringend brauchen. So, und jetzt müssen wir hier lang, hier unter der Brücke durch. Guten Tag. Von hier bis Rat hier ist es sicher. Ach so, na gut. Aber geht nicht. Ich höre schon gar nicht mehr zu. Ach, ein Boggart. So, da hängt der Kopf nach unten. Sehe ich jetzt zum ersten Mal die Animation. Hier haben wir nochmal schwarzen Korsch. Was seid ihr denn für nette Leute? Oh. So, tut mir leid, aber... Sumpfstiller. Ah, sehr schön. Und freier Mann-Armband haben wir da auch noch. Was habt ihr noch verloren? Goldmünzen. Und freier Mann-Armband. Und freier Mann-Armband. Sehr schön. Sumpfstiller müssen wir ja auch noch zusammensammeln. Aber wir müssen hier erstmal in Richtung Süden. Aber das sieht aber auch cool aus. Werde ich mir aber irgendwann mal für mein Haus bauen. Nee, da muss ich lang. Einmal über die Brücke. Und wir reisen jetzt weiter nach Neukullen. Nicht nach Neukullen, sondern nach Altkullen mehr oder weniger. Dem müssen wir noch irgendwas bringen. War das der Sumpfstiller-Typ?
Da kommen die Assassinen. Wieder einer für den Galgen. Tanzen wir, Wurm. Ja, was kannst du denn? Ich kann Cha-Cha-Cha. Du kannst offensichtlich nur Breakdance. So, die haben auch nichts fallen gelassen. Das sollte man verbieten, dass Leute keinen Loot bei sich tragen. So, dieser Ort hat ja auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Oh, schwarzer Gehorsch. So, und jetzt müssen wir... Das hier scheint Altkollen, Kullen zu sein. Ich will immer Köln sagen, aber... Oh, da sind ja gleich zwei nebeneinander. Das geht nun wirklich nicht. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir einen Leichnam durch Pfeil, mit Pfeilen durchbohrt und ein meisterhafter Mana-Trank. Ja, lassen wir mal hier. Sag mal, alle hier auf einmal, oder was? So, erstmal hier Prioritäten setzen. Au! So. Sag mal, ihr seid alle so ein bisschen dösig, ne? Wieso steckst du denn jetzt deine Waffe weg? Für den Berg! Für wen? So. Das war derjenige. Ja, mal schön an das Zelt gelehnt. Hier einen auf dicke Hose machen. Na, das passt nicht ganz. Das passt noch weniger. Das passt ein bisschen mehr. Und das passt komplett. Nein! Nein. Ach so, das passt ja schon von Anfang an. Da hätte ich gar nicht so zaghaft. Großschwert der Treffsicherheit. 59. Aber das ist so ein Großschwert und das, die benutzen wir ja nicht. Wir benutzen ja immer die kleineren, die etwas schneller sind. So, da ist einer. Nichts Böses ahnend schaute er da auf die Küste. Oh, da waren wir ein bisschen übermotiviert. Da ist auch noch mal einer. So. Hier müsste ja irgendwo ein Häuschen sein. Ach, ein alter Keller. Pengaras Keller. Da gehen wir doch mal rein. Sie haben mich gefunden. Habt Mitleid. Macht schnell. Bede Pengaras. Mitaru sei Dank. Ich dachte, ich würde hier sterben. Der letzte Siedler Kulns. Allein... Der sieht aus wie eine gruselige Form von Gronkh. Anela, ist sie denn am Leben? Anela und die Sammler waren nicht da, als die Tuatha kamen. Es war ein Massaker, bis sie zurückkehrten und sie vertrieben. Sie und die anderen sind nach Wirki aufgebrochen, von wo sie laut Anela gekommen waren. Wenn ihr sie lebend finden wollt, solltet ihr euch beeilen. Und wo ist sie jetzt genau? Wirki. Geht nach Süden durch den engen Pass und wendet euch dann nach Osten. Wenn ihr sie retten wollt, solltet ihr rasch aufbrechen. Das machen wir. Was weißt du denn über Anela? Sie hat versprochen, wir würden Kulln wieder aufbauen. Ich hätte wissen müssen, dass es unmöglich ist. Ich kann es ihr nicht verdenken. Wir sind hergekommen, weil wir hofften, der Krieg sei weit genug entfernt, um einen Wiederaufbau zu wagen. Und Kulln? Seht euch um. Das war Kulln. Und es hätte es wieder sein können, doch nun ist alles fort.
Verfluchte Tuatha. Bist du ein Sammler? Jeder, der kämpfen konnte, musste auf Nahrungssuche gehen. Als die Tuatha schließlich kamen, waren wir wehrlos. Okay, und die Siedler? Nachdem wir 10 Jahre durch die Steppen gewandert sind, dachten wir, wir könnten unsere Häuser wieder aufbauen. Wie konnten wir uns so irren? Ja, das macht man schneller als gedacht. Da draußen waren Tuatha-Plünderer. Als wir ankamen, war hier nichts zu sehen. Dann, wie ein zweiter Dämmermarsch, waren sie plötzlich überall. Warum hassen sie uns? Sie sind nicht wie die anderen Feien. Du sagtest Dämmermarsch? Es war nach der ersten Niederlage der Tuatha in Eratel. Sie waren zerschlagen, sammelten sich jedoch südlich von Tyvili. Im Schutz der Dunkelheit marschierten sie nach Norden und griffen in der Dämmerung Rathir an. Die Truppen von General Tilera schnitten ihnen den Weg ab und trieben sie zurück übers Meer. Er sieht tatsächlich aus wie so ein bisschen aus wie Grunk. So, Virki. Eine Festung im Süden Tyvillis. Sie wurde im Krieg fast vollständig zerstört. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Und danke für die tollen Let's Plays. So. Jetzt gehen wir mal wieder die Leiter rauf. Und werden jetzt mal Richtung Süden marschieren. Wir werden uns dann mal schauen, ob wir uns dem Dämmermarsch. Wer bist du denn? Was hast du denn hier verloren? Geh doch mal weg. Hast du den Armband bei dir? Ja, siehst du, das nehme ich dir ab. Aber ich wollte eigentlich nur schwarzen Korosch haben. Und was hat dieser gute Mann? Sumpfstiller. Jetzt haben wir schon mal 2 von 5. Da läufst du da nichts Böses ahnend hin. Und was kommt dann dabei raus? Habe ich den nicht mitgenommen? So. Dann kommt einfach nur raus, dass du von irgendwelchen Viechern angegriffen wirst. Ja, ich gehe mal hier runter. Weil hier schwarzer Korosch. Und da ist auch jemand. Au! Sag mal. Au! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Jetzt steht er auch noch im Weg. Aua! So, und jetzt bist du nämlich alleine. Aua! Ich habe aber keinen Mana mehr. Ich wollte dich eben gerade nochmal mit dem Mana-Schuss ein wenig lähmen. Hast du denn was zu verlieren, Mac? Der hat was zu verlieren. Goldmünzen und freie Mann-Armbänder. Was hast du? Talisman des Weisen? Edle Seidenruten? Ich glaube, ich werde mal die Seidenroben wieder Inventar plunder. Dann nehmen wir den Kram hier noch mit. Talisman. Ach, Napolsbock. Oh, nehmen wir nochmal mit. Ach, den Sumpfstiller und Heiltrank auch. Ach, das war der andere. Jetzt muss ich natürlich nochmal bei den Waffen hier gucken. Ich bin ja bei der Rüstung. Rüttelnde Feilkling. Jetzt geht's hier aber auch los.
Alles zerstören, zack. Und dann noch den einfachen Heiltrank mitnehmen. Hier wurde ein Grab geschaufelt. Die geschwärzte Halle, da gehen wir nächstes Mal rein. Also nicht nächstes Mal, sondern nachher mal rein. Ich will jetzt erstmal der guten Anela helfen. Weil, bevor wir da ihrem Daddy sagen müssen, ja, hat's nicht geschafft, sorgen wir lieber dafür, dass sie es schafft. Oh, guck mal hier, schwarzer Korsch, gleich neu gewachsen. Oder habe ich den vorher nicht eingesammelt? Es kann natürlich auch sein, dass ich durch diese entfesselte Furie da abgelenkt wurde und deswegen das Ganze nicht eingesammelt habe. So, da müssen wir hin. Da ist meine Truhe. Ja, nee, brauche ich nicht. Oh, guten Tag. Ihr habt euch wohl verlaufen. Nee, wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Nun sterbt. Siehst du? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe dich eben von hinten im Schwert, also mein Hintern, also mein Hinten. Und dann will er mir was davon erzählen, dass ich sterben soll. Na, ich weiß ja nicht. Ist hier noch was? Nee, da ist nichts. Aber hier ist noch ein Felshaufen. Ja. War jetzt auch nichts Besonderes bei. Sag mal, gehe ich hier die ganze Zeit falsch oder was ist hier los? Ah nee, da ist es ja. Ach wirklich. Wir müssen hier also noch einmal links um die Ecke und dann sind wir auch schon da. In der alten Festung und ja, werden da mal Anela befreien. Oh, guck mal, hier alles eingestürzt. Oh. Ich will deine Furcht schmecken. Ja. Einmal bitte hinten anstellen. Findet euren Frieden, Sterblicher. Klärt den Drang, Staubling! Nun werdet ihr verenden, Sterblicher! Verenden hat mich auch noch keiner wollen. Töten und so, alles klar, aber verenden? Ich werde dich verenden. Oh, neuen Ort haben wir noch entdeckt. Haben wir jetzt natürlich keine Zeit für, mitten im Gefecht. Ja. So, hast du denn... Hast du Beinstarre oder was? Die fallen hier manchmal schon... Ach, Weichkrabbelpulver. Jetzt mal ganz ernsthaft. Was ist denn das hier für ein... Was sind denn das hier für Gegner? Tun hier so, als wären sie Gott weiß wer und dann sowas. Na, wir springen hier erstmal runter. Und da kommen dann gleich noch mehr Gegner. Hier noch. Da wird an uns vorbeigeflitzt. Oh. Ah, Saman. Tuata Deon! Ja, natürlich. Alle auf einmal hier. Stellt euch eurem Untergang. Haha, jetzt hast du wohl gedacht. Ich werde euch ausweiden. Was ihr alles mal vorhabt. Dann ist meine Klinge leer oder was? Also meine Klinge kaputt oder was? Nee, da kommt noch Saft raus. Ihr werdet brennen. Nee, ich werde nicht brennen, sondern ich krieg vielleicht Sodbrennen von einem Gequatsche, aber
nähert den Berggott! Mann, oh Mann, oh Mann, oh, was seid ihr bloß für Gesellen? So, da haben wir nochmal Gold. Was hast du? Du hast auch Gold. Zwar weniger Gold, aber immerhin. Und wir reisen mal nach Wirki. Ich wollte gerade Vikri sagen. Wir suchen mal Anela. Hoffentlich will die überhaupt gehen. Sieht ja doch wie eine Falle aus. Nee, keine Fallen. Sehr schön. Schwer. Schwer kriegen wir hin. Aber gleich beim ersten Mal. Stab des Blutdurstschleichers Langschwert. Vergleichen? 63. Aber schnibbidi schnipp schnipp. Warte. Ach so, warte. Kann ich das vielleicht gleich so aus, vergleichen? Ausrüsten. Ja. Ach so, das hat geklappt. Habe ich das denn jetzt? So, welches habe ich? Schleichers Langschwert. 63 Körperschaden. 45 Durchbohrungsschaden. So lässt es sich leben. Und was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Sterndistel. Hier haben wir nix. Dann wollen wir mal gucken, ob Anela da irgendwo ist. Ich laufe wahrscheinlich gleich wieder in so eine Druckplatte rein. Ich weiß es genau. Oh, es leuchtet da oben. Eine weitere Truhe. Da bedienen wir uns auch nochmal. Ja. Nix drin. Sterb, Tuata! Achso, macht sie jetzt hier einen auf Madame Butterfly oder was? Du wirst Schmerzen spüren, Sterblicher. Ich bin nicht sterblich. Ich kann Quickload. Sag mal, kannst du mal aufhören, die Frau da zu nerven? Ihr kämpft recht ordentlich. Ja, ja, aber jetzt ist ja noch nicht vorbei. So, jetzt ist vorbei. Ich danke euch für die Hilfe, doch meine Arbeit hier ist nicht getan. Wenn ihr nicht noch tiefer nach Wirki hineingeht, verabschiede ich mich. Ja, es ist nämlich so, dass dein Vater mich schickt. Ja, dein Vater schickt mich. So. Ich gehe nicht zurück, bis die Arbeit getan ist. Ihr müsst einfach helfen. Sie kommen durch die Wassertore tief unter uns. Sie müssen sie gefunden haben. So kamen sie rein. Woher wisst ihr das? Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, sehen wir die Tuata herauskriechen. Was die Tore angeht, ich erinnere mich aus meiner Kindheit an sie, bevor die Tuata kam. Okay. Ja, dann komme ich mit. Aber dann schön nach Hause, ne? Unerwartet doch, ich danke euch. Mit euch können wir vielleicht Erfolg haben. Gehen wir. Ja, wo sind die Tore? Ganz unten, gewiss. Sie wurden dazu verwendet, Boote hineinzulassen. Wir werden unterwegs sicher noch mehr Tuata finden. Ja, das ist ja kein Problem. Erzähl mir mal was über deinen Vater. Ich hätte Nachricht senden sollen, doch ich wollte ihm gute Kunde aus Kullen schicken. Ihm sagen, dass die Lage sich verbessert hat. Das hat sie aber nie. Und es ist meine Schuld, dass die Flüchtlinge verloren sind. Erzähl mir mehr über dich. Was hat mein Vater über mich erzählt? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Obschon ich dennoch dankbar für eure Hilfe bin. Ja, dafür nicht, ne? Und Kullen? Nach 10 Jahren dachten wir, wir könnten es wieder aufbauen. Ich habe sie hergeführt. Und hier sind sie gestorben. Die Idee kam von mir. Also trage ich auch die Schuld. Ja, das hättest du ja nicht wissen können. Was weißt du über Sammler? Alle, die uns verteidigen konnten, waren aufgebrochen, um Nahrung zu suchen. Die übrigen blieben hier und halfen bei den Ruinen. Die Tuata haben uns einen nach dem anderen getötet. Und die Tuata-Plünderer? Wir waren auf der Suche nach Nahrung. Als wir zurückkehrten, hatten Tuata das Dorf angegriffen. All die Menschen von diesen Monstern getötet. Wir haben die erste Gruppe vertrieben, doch es kamen immer mehr. Die Überlebenden wurden zerstreut. Ich bin aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Tuata kamen. Alles klar. Und Wirki? Fast alles hier ist im Krieg gefallen. Doch die unteren Ebenen scheinen fast unbeschädigt zu sein. Zu unserem Glück. Na, wohl eher zum Glück der Tuata.
Gut, dann lass uns mal aufbrechen. Gehen wir? Hier gehen. Aber erstmal nehme ich hier noch Goldmünzen mit. Und verblüffende Stulpen. Nee. Da lobe ich mir meine Stulpen. Guten Tag. Lasst uns den Kreislauf nähren. Ja, nähere mal den Kreislauf. Und du nährst auch den Kreislauf. Oh. Ihr werdet bald. Was werde ich? Die reden immer nicht zu Ende. Oh, einfache Heiltränke. Und ich sehe es schon kommen. Ja, dein Inventar ist voll. Sterndistel können wir mitnehmen. Und ich werde hier einfach mal noch was von der Rüstung hier wegschmeißen. Rüstung des Söldners. Das ist auch schon fast kaputt, ne? Der Raureifmantel. Den ziehe ich mal an. Gewand des Herolds. Frostgewebe-Robe. Ich weiß nicht. Seidenernterhandschuhe, potente Gamaschen. Furchtlose Beinpanzer, die verplündern wir mal. Und was haben wir hier? Talisman des Weisen und Haus der Balladenschild. 10% Schaden mit Magie, Elementresistenz und 23 Schaden, Block 27. Ja, dann schmeißen wir den Mauer zum Plunder und alles zerstören. Zack, 2900 Gold kriegen wir dafür. Und dafür können wir diese beiden Heiltränke noch mitnehmen, über die ich sehr dankbar bin. So, was hast du? Du hast Gold dabei. Und wir werden jetzt mal weiter nach Süden gehen. Nach Süden gehen, sag ich schon, nach unten gehen. Unten ist ja Süden auf der Karte. Guten Tag, ich bin von der Avon-Beratung. Der Tod ist ein Teil des Kreislaufs. Ich werde euch ausweiden. Was ihr alles immer vorhabt. Aua. Sag mal, willst du mich verarschen? So. Was haben wir denn da in der Truhe? Oh. Kommt. Ja, wir kommen. Gehen wir? Ja, gleich. Ich wollte nur einmal den Tuata-Soldat plündern, weil ich ihm seine Blümchen klauen will. Seinen Helm kann er behalten. Ich will nur seine Blümchen. Jetzt mal ganz ernsthaft, wieso läuft denn? Sterbt! Oh, guten Tag. Rüste dich für deinen Tod. Bereit zu fallen, Sterblicher? Wieso denn fallen? Ich hab doch nicht die Fallsucht. Auf. So, jetzt mal schön da in die Knie gehen. Aua. Aua. Oh, wenn ich so mit meinem Kampf bin, schmeiße ich ja die erneuernde Handwickel. Die schlimmsten... Ja, die machen ja so gar nichts. Die schlimmsten Karlauer raus mit der Fallsucht eben. Das war ja schon nicht mehr feierlich. So, haben wir noch was? Da haben wir nichts mehr. Ihr seht mich nicht, aber ich sehe euch. Noch mehr Tuata! Du kommst also, um zu sterben. Nährt den Dreck, Staubling! Ja, du nährst den Dreck. So. Da nehmen wir mal noch die Kappen der Lähmung mit. Da haben wir Meisters Großschwert des Lichtes. Das sind die Großschwerter, sind die großen Dinger, ne? Das, ja, genau. Die interessieren mich nicht. Da kommen wir nach oben.